Zeit, mein Haus zu verlassen. Sonst was? Was willst du denn machen, hä? Ich hab's dir ja gesagt. Herzlich willkommen zu einem weiteren Review auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch hat mein Kurzfilm gefallen. Denn passend zu dem Kurzfilm will ich euch ein neues Produkt vorstellen, denn die Tage werden immer kürzer und die Nächte immer länger. Die perfekte Zeit für Einbrecher. Schnell überlegt man sich, wie man sein Eigenheim schützt und der erste Gedanke, der kommt, ist, ich brauche eine Videoüberwachung. Aber welche ist das Richtige für mich? Deswegen will ich euch heute den Home Security Rover vorstellen. Aber erstmal der Reihe nach, wir packen das Teil einmal aus. In der Verpackung ist nicht viel drin, einmal der Rover selber, ein USB-Kabel, die Ladestation und die Bedienungsanleitung, wie man das in Gang kriegt. Die Installation ist einfach und sehr gut in der Bedienungsanleitung erklärt. App herunterladen, Smartphone mit dem Rover verbinden, dann den Rover mit dem WLAN verbinden und schon ist das Teil einsetzbar und von überall auf der Welt steuerbar. Sobald man den Rover installiert hat, hat man einige Funktionen. Die wichtigsten Funktionen sind dabei natürlich die Joysticks. Damit lässt sich der Rover komplett steuern. Der rechte Joystick für das Lenken und der linke Joystick, um die Kamera hoch oder runter zu steuern. Dann kann man damit Fotos machen oder sogar eine Videoaufnahme machen, aber das Ganze ohne Ton. Verstehe ich zwar nicht, da das eigentlich ein eingebautes Mikrofon hat, aber gut. Auf der linken oberen Seite haben wir hier einen Batterieanzeiger und auf der rechten Seite ein Zahnrädchen, das klicken wir erst einmal an, dann öffnet sich eine Menge Funktionen, wir fangen ganz links an. Wenn man einmal auf Low klickt, wird die Kameraqualität hochgestuft auf High Quality und dasselbe kann man in die andere Richtung machen. Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich da keinen wirklichen Unterschied, hier mal einen Test in Low Quality und einen in High Quality, die Unterschiede sind sehr gering. Direkt darunter haben wir einen Info-Button mit persönlichen Infos über die Verbindung, eigentlich ziemlich unwichtig. Unter dem Info haben wir eine Gesichtserkennung und Verfolgungsfunktion, leider funktioniert das absolut nicht gut, ich habe das ein paar Mal getestet. Direkt darunter haben wir Zugriff auf die Galerie und dort kann man gucken, was man bisher gefilmt hat oder fotografiert hat. Unter der Galerie haben wir ein Schloss, dort kann man das Passwort vom Rover ändern. Und als letztes und für mich das Wichtigste ist die Warnungsfunktion. Sobald die Kamera eine Bewegung registriert, bekommt man sofort eine Mitteilung auf das Handy. Gefällt dir, was du gerade siehst, dann hast du jetzt Zeit, mir einen Daumen nach oben dazulassen. Vielen Dank. Kommen wir nun zu der rechten Seite. Wir haben einmal den An-Aus-Schalter für das Licht. Dann haben wir die Funktion Joysticks einschalten oder abschalten oder sogar justieren. Darunter haben wir eine Funktion aufrichten, falls euer Rover mal umgekippt ist. Ich habe den Rover auf verschiedenen Arten hingelegt, ob er es wirklich schafft, mal aufzustehen und leider klappt das nur, wenn der Rover nach hinten umgekippt ist. Wenn er nach vorne oder zur Seite gekippt ist, habt ihr eigentlich keine Chance mehr, ihn aufzurichten. Dann haben wir die Funktion Ton hören. Wenn man das aktiviert, hört man die Umgebungsgeräusche und wenn man auf dem Mikro länger drückt, kann man sogar zu dem eingebauten Lautsprecher vom Rover sprechen. Wenn zum Beispiel jemand eingebrochen ist und ihr freundlich bittet, das Haus zu verlassen. Verpiss dich! Zu guter Letzt haben wir die Funktion Laden. Zunächst habe ich gedacht, dass er das komplett automatisch erledigt, aber er macht das nur semi-automatisch. Das bedeutet, man muss den Rover Richtung Ladestation drehen. Erfahrungsgemäß sollte man nicht weiter wie 30 cm von entfernt sein und dann auf den Button klicken. Der Rover wird danach automatisch mit Hilfe der Ladestation reinfahren und sich selbstständig aufladen. Was ich extrem cool finde, ist, dass man während der Rover lädt, die Möglichkeit hat, die Ladestation zu drehen und den Rover weiterhin zu benutzen. Wenn man wieder die Umgebung erkunden möchte, kann man ganz einfach auf denselben Knopf drücken und der Rover fährt in der Richtung wieder raus, wie man reingefahren ist und ist wieder voll einsatzfähig. Der Rover ist ein extrem lustiges Gadget und es macht mega Spaß damit zu fahren, gerade wenn man nicht zu Hause ist oder sogar komplett in ein anderes Land ist, zum Beispiel im Urlaub lässt sich der Rover komplett fernsteuern. Der Rover warnt nicht nur vor Einbrechern, man kann auch einige Sachen mehr mit dem Teil machen, zum Beispiel seinen Hund beobachten und mit ihm reden oder wenn ich unsicher bin, ob ich mal wieder Fenster aufgelassen habe oder Licht angelassen habe, ist das mit dem Rover kein Problem mehr, einfach hinfahren und abchecken. Die Kamera des Rovers ist für mich persönlich nicht gerade gut, ich vermisse da auch eine Nachtsichtfunktion, gerade beim Überwachen ist es sehr wichtig, dass man ein gutes Bild hat und die LED-Lampe, die schon verbaut ist, ist schon fast sinnlos. Es hat keinerlei Leuchtkraft. Was mir sehr gut gefällt, ist die Bewegungsfunktion. Sobald der Rover eine Bewegung registriert, bekommt man in derselben Sekunde eine Benachrichtigung aufs Handy. Das funktioniert extrem schnell und zuverlässig. Leider dauert das Einwählen in das Rover über 30 Sekunden, was für mich persönlich etwas zu lange dauert, da der Einbrecher vermutlich schon wieder weg ist und man es nicht schafft zu filmen, da der Rover nicht selber aufzeichnet, denn das muss man alles manuell erledigen. Ich hoffe, dass es dazu bald ein Update gibt. So Leute, das war mein Review zu dem kleinen Rover. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Auf dieser Seite kommt ihr zu weiteren lustigen Reviews und auf der anderen Seite findet ihr weitere Anleitungen auf meinem Kanal. Links und rechts findet ihr alle Social Medias, wo ihr vertreten bin und direkt unter mir könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.